So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich sammle Artefakte für Tarana. Wo müssen wir dafür landen? Ihr seht schon markiert, in Bony Burbs. So, dann gehen wir direkt runter. Ich werde so machen, ich werde euch natürlich alle drei Punkte zeigen, wenn ich so finde. Ihr kennt mich ja, aber ich werde mich bemühen. So, wenn ihr mich supporten wollt, lasst natürlich gerne ein Like da, wenn ich euch schon weiterhelfen konnte. Und natürlich auch gerne meinen Creator-Code eintragen. Erstmal danke an die jetzt 40 Supporter, die das schon getan haben. Wenn ihr noch weitere Aufgaben wissen wollt, wie die funktionieren, gerne in der Playlist nachschauen. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter, denn hier ist für mich schon direkt das erste. Ach, direkt noch eine seltene Kiste. Nehmen wir die erstmal mit. Ihr wisst ja, XP, XP, XP. Und da sehen wir das erste Artefakt. Dann müssen wir von hier zu dem guten alten Leuchtturm. Ist schon wieder Gegner. In Gruppenkeile, weißt du? Nö. Können die nicht woanders landen? So, dann haben wir hier das zweite Artefakt. Und dann geht's hier rüber. Einmal schräg rüber jetzt. Ich hoffe, der Gegner kommt jetzt nicht zu mir. Jetzt wäre nämlich wieder so typisch. So, dann müssen wir hier rein. Zack. Und da sehen wir auch schon das dritte. Einmal annehmen. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Ihr seht, kehre zurück zur Arana. Ich sage ja, die Aufgaben sind teilweise echt... Oh, darf ich hin? Ich habe jetzt keinen Bock, hier zu sterben. Wo ist die? Wo ist Tarana? Und ab auf Speyer. Fortfahren. Fortfahren. Dankeschön. So, haben wir das nämlich doch noch geschafft. Weil die Aufgaben sind ein bisschen anders als sonst. Wir müssen die Aufgabe also auch abschließen, weil ansonsten zählt es anscheinend nicht. Und jetzt heißt es nämlich, finde den Dieb. Und dafür müssen wir nämlich woanders hin. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.